Hi, willkommen bei Grün Chill Barbecue und Lifestyle. Heute wird's richtig lecker. Es gibt gratinierte Fleischbällchen, mediterran, lecker ohne Ende, Käse, Hack. Was braucht man mehr? Und wie ich das gerade gemacht habe, das seht ihr heute. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt. Wenn euch das Rezept inspiriert, solltet ihr es unbedingt bis zum Schluss schauen. Bist du noch kein Abonnent dieses Kanals, klicke gerne unten auf Abonnieren. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, so verpasst du auch keine Folge mehr. Starten wir hier gleich durch. 50 Gramm Weißbrot von gestern und 1 Deziliter Milch mal eine halbe Stunde schön eingelegt. 600 Gramm Rinder- und Schweinehack gemischt. Das Brot gleich dazu. Einen Teelöffel Salz. 2 Teelöffel guten Pfeffer dazu. Und alles gut durchkneten, bis es eine gute Bindung hat. Sobald die Masse gut Fäden zieht, passt das, dann formen wir uns kleine Bällchen draus. Ihr könnt große, kleine, wie es euch am besten gefällt. Bei mir sind es jetzt 9 Stück geworden, schön geformt und dann geht's ab an Grill. Grill habe ich mal angeheizt, auf der einen Seite direktes Setup, da legen wir die jetzt drauf und braten die rundherum schön an. Immer mal wieder drehen, so dass sie überall ein bisschen Röstaroma bekommen. Und die guten Stücke mal drehen, nach 2-3 Minuten, wenn sie ein bisschen Farbe gezogen haben. Wer dem Ganzen noch ein bisschen Rauchgeschmack zugeben will, ein paar Chips ein oder Blocks und den Deckel zumachen. Sobald die alle gut Farbe gezogen haben, geben wir die in den indirekten Bereich. Falls ihr das nicht habt, einfach rausnehmen und auf die Seite stellen. Dann nehmen wir uns einen Gusstopf, einen Dutch Oven, was ihr habt, eine gusseiserne Pfanne oder einen Römertopf zum Beispiel. Dann ein guter Schluck gutes Öl rein. Und die Zwiebel und den Knoblauch gut anrösten. Sobald die Zwiebel und Knoblauch schön angeröstet ist, kommen die Tomaten dazu. Und ein bisschen Wasser. Die ganzen Angaben für das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wenn es euch gefallen hat, bis jetzt schon, ein Abonnement wäre sehr nice. Dann noch dem Basilikum eine gute Menge rein, so eine Handvoll. Einen Teelöffel Salz und 2 Teelöffel Pfeffer. Um den Geschmack noch ein bisschen vorzuheben, nehme ich noch einen Teelöffel Rohrzucker. Das wirkt sich immer aus wie ein natürlicher Geschmacksverstärker. Wer keine Cherry-Tomaten in Dosen gefunden hat wie ich, kann auch Pilati nehmen, die ein bisschen zerdrücken, dann passt das auch perfekt.
Also Tomatensauce lassen wir jetzt 15 Minuten bei moderater Hitze einköcheln, dass es immer ein bisschen blubbert. Nach 15 Minuten schauen wir hier rein, das ist schön angekocht, das passt so. Dann geben wir unsere Bällchen da rein, verteilen die schön. Dann kommt noch der Büffelmozzarella dazu. Nehmt einen guten Mozzarella, ihr werdet es lieben. Sensationell. Schön darin verteilen, dass überall was ist. Dann noch Parmesan. Und dann baue ich schnell um auf ein indirektes Setup. Ich habe mal einen Reflektorstein unten rein gemacht. Wenn ihr einen Gasgrill habt, Pizzastein unten rein, Topf oben drauf. Wenn er nicht reinpasst, nehmt Abstandshalter von IKEA für Rippchen. Und dann geht der nochmal in die Glut. Jetzt den Grill auf 220 Grad hochheizen und gratinieren. Circa 15 Minuten. Gute 15 Minuten bei 220 Grad hochgehalten.